starten und los geht's. Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark. Ich befinde mich hier mitten in der Pampa und zwar, eigentlich wollte ich hier hoch, hab das angefangen auch aufzeichnen, aber ich komme hier nicht rein, brauche ein anderes Schiff, bla bla bla. Hab dann noch eine andere Insel besucht und zwar die hier, da kann man ein bisschen Steine hacken, also auch nichts Besonderes. Und war schon auf dem Weg zurück nach Wern, aber dann habe ich gedacht, komm, guckst du noch hier kurz vorbei. Und siehe da, hier scheint es eine Mission zu geben. Und die werden wir uns jetzt mal anschauen und vielleicht auch machen. Warum hat er ausgerechnet ich dieses Glück? Ich wünschte, ich hätte nie von diesem verfluchten Turm gehört. Hey du da, du bist eine Abenteurer auf dem Weg zum Turm? Keine Ahnung, ich bin neu hier. Nun, dann bist du entweder mutig oder töricht. Lass es sein, solange du noch kannst. Diese verfluchten sakrianischen Hunde, kein Wunder, dass sie so viel bezahlt haben. Nur 4 meiner Söldner sind zurückgekehrt. Diese Sache treibt mich noch in den Ruin. Ich verschwinde von hier, auch wenn ich dafür eine Gebühr für den Vertragsbruch entrichten muss. Doch einer meiner Männer ist immer noch nicht herausgekommen. Ich sag dir was, wenn du immer noch zum Turm willst, könntest du Ausschau nach einem Söldner namens Rakil halten? Falls er noch lebt, sag ihm, dass er von dort verschwinden soll, solange es noch geht. Und du, entweder wirst du sterben oder dem Wahnsinn verfallen. Also setz du dich besser an dein Testament. Okay. Zur Schattenspitze. Zur Schattenspitze. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Schattenspitze. Hier kann man mit niemandem mehr reden, nein. Also rein, wenn das für Item Level 250 gedacht ist, ich bin auf 440 abzüglich mein, ich stelle mich immer doof an, Malus, den ich ja habe, den würde ich jetzt mal so mit ungefähr zwischen 50 und 75 Item Level bewerten. Sind wir eigentlich da, denke ich, noch in dem Bereich, dass ich etwas schaffen könnte. Ah, da ist Rakil. Was? Was war das? Das war jetzt die Quest. Okay. Wir sind fertig, ich gehe wieder. Warte, Kangal, nicht mehr? Nein. Wach auf, Rakil. Was? Warum bin ich hier? Kangal und Kanegron. Wer bist du? Wo bin ich? Wo sind meine Freunde? Folgendes ist passiert. Der Turm, richtig, da drinnen, meine Freunde. Sie haben mich gerettet. Bitte, bitte rette sie. Kangal und Kanegron, sie haben mich zurückgeschickt und sind dort geblieben. Ich kann nicht ohne sie gehen. Gibt's nochmal so eine Kiste? Der Preis steigt schon langsam. Ah, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Okay. Will ich das? Ich will's, komm. Ich denke, man könnte ja einfach durchlatschen, aber ich will die Gelegenheit nutzen, ein bisschen von meinem Ding hier aufzubauen. Dazu muss man natürlich auch die Gegner treffen. Aber die Respawn Rate ist wieder enorm. Komm. Da das ja immer direkt mit dem Schaden zusammenhängt. Okay, mal weiter. Okay. Okay, da sind.
da liegt auf jeden Fall schon mal einer. Und das war daneben. Futtern. Der war besser. Der war noch besser. Ah. Ah, der wacht nicht auf. Der wacht nicht auf. Eine Minimap gibt es hier auch nicht. Aber da geht's nachher weiter auf jeden Fall. Okay, ich habe mein Dings aufgeladen. So, dann trinken wir mal was und einfach mal weiter im Turm. Da gibt es was zum Untersuchen. Innerhalb des Turms sind Blutspuren zu sehen, die scheinen frisch zu sein. Also einfach mal weiter. Das ist, glaube ich, jetzt nicht... Okay, da ist... auch schon jemand am Arbeiten. Mal nach einem weiteren Hinweis suchen. Ah, da liegt noch einer, aber den kann ich gerade nicht anklicken. Könnt ihr mich ganz klein Moment mal bitte in Ruhe lassen, danke. Ah, das ist ja echt übel. Ich weiß nicht, ob es hier irgendeinen Bereich gibt, wo ich kein Aggro ziehe von denen. Aber das ist schwierig. Kanga wird zu Tode erstochen aufgefunden. Und der muss... Ah, okay, der ist den Turm wieder hinabgestiegen. So, was sagt er jetzt? Also ich soll wieder runter. Ich hoffe, dass ich dann nicht wieder hoch soll. Dann. Das wäre ja doof irgendwo. Also dann gehen wir wieder runter. Nein. Ich muss hier runter. Und nochmal runter. Und nochmal runter. Die Tröter, ja, die sind... So, und ich würde ja fast sagen, dass er sie vielleicht in seinem Tran erstochen hat. Hä? Was? Du lebst noch? Oh, nun ja, verstehe. Der Mörder, 250 Weisheit, sie sind alle tot.
Also sind sie schließlich doch alle tot. Ich habe sie davor gewarnt, in den Turm zu gehen, musst du wissen. Ich schätze, jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Das war natürlich unvermeidlich. Nichts, was man hätte tun können. Und nun, da du den Turm betreten hast, wirst auch du nicht mehr zurückkehren können. Was für eine Schande, eine wahre Schande. Wieso soll ich nicht mehr zurückkehren können? Das war jetzt ein merkwürdiges Ende. Aber, na gut, ein paar nette Kisten gekriegt, Wächtersteinfragmente und Harmoniefragmente und Harmoniesprungstein, das ist nicht schlecht. Und hier 20 von denen Zerstörungssteinfragmente, ja, das ist, die brauchen wir für die Waffen, die sind gut, ja. Dann reden wir mal mit dem hier. Du siehst nicht wie ein Söldner aus. Warum bist du zu diesem verfluchten Turm gekommen? Ja, ach Mensch, ganz ehrlich, wer hat schon an der Stelle 250 Weisheit? Ich möchte den Turm untersuchen. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jene, die den Turm bestiegen, haben entweder ihren Verstand verloren oder sind nie zurückgekehrt. Vor 100 Jahren hat der Magier des Elfenbeinturms Leshar das Wachstum des Turms gestoppt, doch in seinem Inneren verweilt immer noch eine beachtliche Menge an böser Energie. Wenn du den Turm wirklich betreten möchtest, musst du dich als würdig erweisen. Im Inneren des Turms sind immer noch viele Dämonen. Kannst du sie bezwingen und die widerlichen Trümmer einsammeln, die sie hinterlassen? Ja, mei, okay, machen wir. So, das heißt dann doch wieder da rein. 100 widerliche Trümmer. Gut, bei der Menge sollte das jetzt, hoffe ich, an sich kein Problem sein. Kommt mal alle her. Nicht jeder von denen. Oh, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Okay, da gehe ich jetzt auch weiter hoch. Ah, das ist ja. Naja, okay. Weißt du was? Vielleicht ein bisschen oversized jetzt, aber sonst dauert es ja ewig und 3 Tage. Dauert so schon lange genug. Weil ich vermute jetzt einfach mal, dass nur der Kill selber überhaupt eine Chance hat. Da habe ich gar nicht hingezeigt. Aber was soll's? Nein, ich hab doch hier in meinem. Ach, leck mich doch am Arsch, echt. Das ist eine Kacke teilweise, ganz ehrlich. Ja, alle herkommen. Ist auch schon ein bisschen mühsam, ernährt sich das Eichhörnchenabteilung, oder? Okay. Ich gehe mal noch eine Etage höher, einfach in der Hoffnung, dass sich weniger rumtreiben.
das war jetzt selber verkackt, okay. Das war meine Schuld. Ja, das funktioniert, glaube ich, besser. Was trinken. Alle mal hier hören. Ah, der rennt hier durch und macht hier meine Sammlung kaputt. Dann gehen wir noch mal eine Etage höher. Und gucken wir noch mal eine Etage höher, weil das ist einfach meine Hoffnung. Die meisten kommen eigentlich bloß bis zu der Etage von der Quest her initial erstmal. Ah, das sieht doch schon besser aus. Und der hat nicht mal gezählt, weil der andere Heiner den kaputt gemacht hat. Scheiße, echt. Alles jetzt doof, weil dann sollen sie es instanzieren. Also das gefällt mir schon mal gar nicht. Ah, leck mich doch. Okay, kommen wir doch runter. Ah. Ich denke, ich muss nachher trotzdem nochmal hoch den blöden Boss da oben legen. Aber... So viele Dämonen sind noch verblieben. Trotz des Opfers, welche der tapfere Magier gebracht hat, um das Wachstum des Turmes aufzuhalten, ist dessen Magie noch immer sehr mächtig. Magie des Elfenbeinturms? Ja, stimmt. Der Sakria-Ordner hat jedes Land um Hilfe bei der Untersuchung der Schattenspitze gebeten. Der Elfenbeinturm von Voldes ist außerdem hat außerdem einen fähigen Magier entsandt, um Sakrias heilige Ritter zu unterstützen. Doch er konnte lediglich den Wachstum des Turms Einhalt gebieten. Ja. So. Seitdem sind etwa 400 Jahre vergangen. Jetzt hat die böse Energie erneut begonnen, sich einen Weg in die Welt zu bahnen. Ich weiß nicht, wie sie aufgehalten werden kann. Ich brauche deine Hilfe. Wieder. Keine Ahnung, muss man das mehrfach machen? Am besten sind es eigentlich oben bei den Dingen, oder? Ja, ich habe es nicht mal einen widerliche Trümmer. Gibt's hier widerliche Trümmer? Siege Dämonen, ja. Ja, das. Jetzt habe ich ein Ding gekriegt. Oh, oh, meh, meh, meh. Hier geht's immer noch irgendwie am besten.
Ja, man konkurriert jetzt halt um die Kills hier. Aber was willst du machen, ne? Irgendwie fehlt mir da, wie gesagt, irgendwie so, wie weit geht das? Weil man kriegt ja von diesen Inseln immer so ein genanntes Inselherz. Und da würde es mich interessieren, ob das hier dann eben auch ein gewisses Level dann von der Quest beinhaltet, wo man sagt, okay, wenn du die Stufe erreicht hast, dann na, mal gucken. Hier auf der Ebene geht es ja einigermaßen flott. Richtung. Ja, alle mal zusammen. Hallo, kommt her. Wir wollen Gruppenfoto machen. Gruppenfoto. Gruppenfoto. Und lächeln. Ja, 93. Also ich kann jetzt nur vermuten, dass es im Endeffekt so läuft, dass man mehrere Wellen durcharbeiten muss und dann ganz zum Schluss entweder den Boss dort oben kriegt. Könnte ich jetzt noch mal hochgehen? War der hier schon? Ne, da waren die Succubus oder was auch immer das sein soll. Und hier war dann, glaube ich, der Boss. Bist du? Seh mich. Wie soll das? Wieso sehe ich den jetzt nicht mehr? Okay, gehen wir wieder runter, glaube ich, oder? Ja. Bringe die widerlichen Trümmer zu Yenkrix. Also das ist jetzt sehr merkwürdig. Könnt ihr mal aus dem Weg gehen? Ich will da durch, bitte. Du hast die Untersuchung bereits abgeschlossen? Danke. Bitte. Was hast du mit, was du mir mitgebracht hast, wird unsere Forschung nützlich sein. Vielleicht gelingt es dir auch eine solche Heldentat wie Leschar. Erzähl mir von Leschar. Leschar, der geniale Magier von Voldis Elfenbeinturm. Er war ein Mann mit beeindruckenden Fähigkeiten, vergleichbar mit den Sylvaner Erzmagier selbst. Doch er ist während der Untersuchung eines anderen Turms verschwunden, nachdem er das Wachstum von diesem hier eingedämmt hatte. Wenn du mehr über die Geschichte von Leschar erfahren möchtest, sprich mit Rydon. Er ist verantwortlich für die Aufzeichnungsaufbewahrung und Forschung. Sicher wird er dir dazu etwas wissen. Okay. Und wer ist Rydon? Das ist hier der da. Also,
Wir sammeln momentan nur Kisten, aber ich kann damit leben. Also, du möchtest mehr über Leschar, den Magier des Elfenbeinturms, erfahren? Ja. Ah, Regulus sei Dank, du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich habe die Aufzeichnung, oder vielmehr hatte sie. Diese idiotischen Söldner haben sie mit in den Turm genommen, in dem Glauben, die Informationen würden ihnen bei seiner Bezwingung helfen. Könntest du mir Leschars Aufzeichnung zurückbringen, wenn du sie findest? Ich habe immer noch viel Forschungsarbeit zu betreiben. Ich darf solche wichtigen Informationen nicht verlieren. Und ich krieg wieder Kohle, es wird immer mehr. Okay, nehmen wir an. Wer hätte gedacht, ich muss wieder in diesen fucking Turm rein. Und zwar Rictus auf der 5. Ebene. Ah, okay. Das scheint jetzt dann der... Also 1. Ich vermute mal, das ist 1. 2. Fünf. Und er ist nicht zu Hause. Er ist nicht da. Hallo? Komm ich nicht durch, oder? Nein. Okay, dann müssen wir. Der Rest respawnt hier im Sekundentakt. Bin irgendwie ein bisschen angepisst heute. Da immer durchlaufen. So, bisher hatten sie die Quest schön gemacht. Also gar nicht alle toll, aber... Aber... Seit einer halben Stunde metzle ich mich durch einen dieselben Gruppen durch. Muss ich hier irgendwas anklicken, damit er auftaucht? Hohoho. Nö, irgendwie sollte der eigentlich jetzt hier sein. Kann ich auch. Leck mich doch. War außerhalb, komm. Okay, ich habe die Aufzeichnungen. Ich konzentrierte Magieenergie auf der Spitze des Turms platziert habe, konnte ich ihn erfolgreich von Petrania trennen. Außerdem gelang es mir, sein Wachstum aufzuhalten, indem ich die Koordinaten seiner Umgebung störte. Allerdings fürchte ich, dass das nicht lange anhalten wird. Ich hoffe, dass es wenigstens so lange hält, bis die heiligen Ritter hier eintreffen. Ich könnte die Monster im Inneren erfolgreich schwächen. Doch einige dieser Kreaturen haben begonnen zu mutieren. Etwas stimmt nicht. Sie stammen nicht von Petrania. Diese Magieresonanz ist viel zu stark. Es scheint, als würde der Turm von irgendwohin signalisieren.
Signale aussenden. Diese sakrianischen Dummköpfe halten dies lediglich für einen dämonischen Nebenprodukt, aber es muss eine andere Erklärung geben. Wenn dieser Turm eine Art Keil ist, dessen Ursprung in Petrania liegt, Vermutungen bringen mich nicht weit. Ich muss der Sache selbst nachgehen. Sobald ich den einen Turm aufgehalten habe, begann sich ein anderer zu erheben. Ich muss alles noch vor der Ankunft von Lir abschließen. Ich darf sie keinerlei Gefahr aussetzen. Das ist alles, was ich aufzuzeichnen habe. Okay, also jetzt wieder durch den ganzen Turm durchgelatscht. Und da geht's mir schon ein bisschen auf den Zeiger. Habe ich das schon gesagt? Das ist nicht gut gemacht. Aber das muss ich natürlich jetzt durchziehen, weil das habe ich die Scheiße angefangen. Da ist auch der Heinz. Du hast sie gefunden. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Leschars Aufzeichnungen sind für die Erforschung der Schattenspitze unerlässlich. Seine Schriften sind von unschätzbarem Wert. Er ist der Einzige, der den Turm je aufhalten konnte. Okidoki, lass mich raten. Möchtest du hören, was meine Forschung aufgedeckt hat? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe erfahren, dass Leschar Schattenzeichen benutzt hat, um sich an einem bestimmten Siegel zu versuchen. Ich weiß nicht viel über Magie. Aber ich hätte die Möglichkeit zur Untersuchung des Zeichens. Könnte ich sicherlich noch mehr Geheimnisse des Turms entschlüsseln. Bitte tu mir einen Gefallen. Falls du beim Besteigen des Turms auf ein Schattenzeichen stößt, bring es bitte zu mir. Jetzt kriege ich das Herz. Okay. Dann will ich mal nicht so sein. Also. Ich vermute nicht, dass ihr Schattenzeichen habt. Ebene 24. Okay, alles klar. Das wird witzig. Da bin ich jetzt echt gespannt. 24 Ebenen nach oben. Wir waren auf der 5. vorher. Komme ich da jetzt durch? Wieso komme ich jetzt hier aber nicht durch? Verstehe ich nicht. Wie sollen wir da hochkommen? Hier. Irgendwas erhalten? Nein, es geht hier immer noch nicht durch. Versteht es jemand?
Also, ich muss das Schattenzeichen holen. Hinweis zu lassen, dem Magier, bla bla bla. Das ist aber hoffentlich nicht irgendein random Drop hier. Dann wäre ich ziemlich angepisst. Kinders, ich gehe mal kurz offline, offscreen, ich guck mal nach dem Schattenzeichen. Weil. Wenn es ein random Drop von den Mobs ist, na. Toll, aber... Also erstmal da runter. So, also... Dann bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Wir sind wirklich fertig hier. Und zwar diese Schattenspitze ist nicht dieser Turm hier, sondern das sind die Türme, die man in Wern oder auch in den anderen höherleveligen Regionen betreten kann, wo man sich über die Ebenen hocharbeiten muss. Und dort muss man die Ebene 24 erreichen. Da kann man dann das Schattenzeichen einsammeln und kann dann wieder hierher zurück und die Quest abschließen. Also, ja gut. Ich will mich nicht beschweren. Doch, ich beschwere mich. Ich finde es scheiße. Das hätten sie auch sagen können. Also es gehört dann irgendwo schon in die Questbeschreibung mit rein, finde ich. Dass nicht dieser Turm hier gemeint ist mit der Ebene 24, sondern eben einer der Schattenspitzentürmen in den größeren Städten. Okay, aber dann wissen wir Bescheid. Das heißt, das zurück aufs Schiff. Und vor allen Dingen aus dem Gewässer hier raus, damit ich nicht noch mehr Schaden nehme. Und dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. War eine Menge Metzelei, auch wenn man nicht genau hat, warum und wieso. Aber vom Verhältnis Gegner metzeln im Verhältnis zur Questbeschreibung durchlesen, war das durchaus eine Folge, die okay war. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo machen, kriegt ihr eine Info, wenn ihr diese Klingel da aktiviert, dass ich wieder was online gestellt habe. Und ansonsten einfach morgen wieder vorbeischauen und gucken, ob es was Neues gibt. Bis dahin, macht's gut, tschüss, bye bye und immer schön gesund bleiben.